Hallo auf meinem Kanal. Dreht sich um einen defekten Akku. Und zwar, ich habe meinen Akku geflogen und habe bei einem kleinen Flug gemacht und da waren noch so 60% eingepackt und am nächsten Tag wollte ich wieder fliegen, hat er gesagt, Update machen. Na toll, okay, Ding nach 60% rum lange und Update gemacht und dann kommt die Meldung, Akku defekt. Dann habe ich ein wenig nachrecherchiert. Habe dann festgestellt, dass mir die Akkus, die Meldung kommt ja meistens, wenn man Update macht, dass er Minimum 50% haben soll. Aber wenn der unter 50% fällt, dann geht der Akku definitiv kaputt. Also ich kann nur dazu raten, wenn der Akku praktisch Updates macht, 100% Akkus, also volle Power, alle Leuchten, alle vier, dass er also wirklich 100% hat, mit der Fernsteuerung nachkontrolliere, dass er wirklich 100% hat und dann erst Update macht und dann geht der Akku nicht kaputt. Ich habe den Akku komplett entladen, mit dem Handy hingehängt, mit dem Gerät und habe komplett auf Null gefahren, dass er komplett leer war und habe neu geladen den Akku, aber leider ist er nicht mehr zu reparieren. Sorry. Also, das war das eine. Dann habe ich da noch einmal so eine Info. Kann man da Füße hinbauen bei der Drohne. Das sind so erhöhte Füße. Und dann kann man auch im Gras besser starten. Also die sind ja leicht runter zu machen. Wenn man ein bisschen Halt, dann kann man die runter machen. Die Füße, ne? Aber das geht also ratzfatz, das sind die Füße runter, das sind so kleine Teile. Und dann wieder runter die Füße. Also wunderbar. Ich habe da einen Gimbelschutz, den normalen, wo ich immer drauf mache. Und habe auch einen Ersatz, wo ich mir gekauft habe. Das sage ich, wenn die Häkele da abbrechen, dann hält er halt nicht mehr. Das wäre das eine. Dann zum Umhängen für die Fernsteuerung habe ich da so einen Haken, den man wunderbar am Hals macht. Ja, und da wird die Fernsteuerung hier angehängt. Moment. So. Dann kann man sie halt am Hals halten und ist man frei. Man kann wirklich dann irgendwie, wenn man irgendwie draußen ist und man hat ein wenig was zu tun, kann man, ist er ruckzuck wieder abzubauen, das Teil, wird einfach da nur reingesteckt, das Teil ist ein Plastikteil, unter rein, beim Handy und das war's dann schon. Dann habe ich also da auf dem Display so eine Panzerfolie drauf gemacht, weil ein Kumpel von mir, der hat sein Display verkratzt und wenn es mal verkratzt ist, Feierabend, dann ärgerst du halt immer ab, wenn das Display verkratzt ist. Und da habe ich eine Folie drauf gemacht auf dem Display, dass man halt wirklich dann geschützt ist, dass nicht kein Kratzer hinkommt. Und wenn der Kratzer drauf ist, kann man ja das Display wieder ein neues drauf machen, so ein Panzerdisplay. Dann habe ich hier eine Antenne, Zusatzantenne. Wenn ihr hohe Reichweite oder wenn hügelig ist die Landschaft und man fliegt sagen wir mal, ziemlich weit weg und irgendwie dass man, der Empfang ziemlich schlecht ist, dann sollte man es eigentlich immer Richtung Drohne ausrichten, dass der Empfang wunderbar gegeben ist. Wenn man das also nicht hat, das Ding ist nicht teuer, das kostet ein paar Cent, ein paar Euro oder wie auch immer. Jetzt kriegt sogar so eine Tasche dabei, so das mit so Silber, dass das schön dann abstrahlt. Und das kann man da eigentlich, das ist ein kleines Ding, einfach mitführen und fertig. Und wenn man die Fernsteuerung dann zusammenklappt, ist das jetzt auch nicht verkehrt, wenn man hier so einen Schutz drauf macht, auf dem Display. Dann wird eigentlich gar nichts verkratzt. Dann kann man das schön einklappen. Macht das mit dem Grepp da rum. Dann ist das auch wirklich geschützt. Ja. Dann ist das kompakt einfach. Wunderbar. Dann gibt es hier, wenn man zum Beispiel ein Flugzeug jetzt wegfliegt, hat man ein Problem, dass die Akkus eigentlich dann immer Eier kriegst. Dann ist es eigentlich so eine Explosionstasche, das ist ja nichts, wenn was explodiert, dann bleibt das also geschützt, kommen die Akkus rein. Da haben wir zwei Akkus drin, habe ich zwei Taschen, einfach zugemacht, gekreppt und einfach ins Handgepäck mit reingemacht. Dann ist das einfach auch eine sichere Sache und kriegst keine Ärger am Flughafen. Dann habe ich da meinen Rucksack, also erst einmal die Tasche, die normale Tasche kennt ihr ja. Und die Drohne wird dann auch normal, ganz normal zusammengeklappt. Das heißt, die kennt alle hier die Tasche. Ja.
zusammengehört. Ganz wichtig immer, dass der Schutz drauf ist für den Gimbal. Und ein bisschen mit Gefühl machen, dass er nichts kaputt geht. Schutz drauf. Der Gimbal geschützt und wackelt nicht mehr. Fertig. Die ganze Tasche, das ist die normale Tasche. Dann habe ich dann gleichzeitig Ihnen noch einmal die Spezialtasche. Die Drohne. Dann kann man die zwei Akkus reinmachen. Ein Akku ist in der Drohne drin. Zwei Akkus hier rein. Ganz normal. Fernsteuerung ist ja schön geschützt. Auch rein, zugemacht, fertig. Man kann es aber hergehen. Ich habe mir da eine andere Tasche gekauft. Das sieht man zeigt, ist leer. Also da kommt die Fernbedienung rein. Da ist jede Menge Platz. Die Drohne hat einen Vorteil der Beziehung. Man braucht sie nicht zusammenklappen. Also wenn einer das nicht will, dass man sie hin und her klappt, dann kann man sie einfach komplett hier reinmachen. So, die Drohne ist drin. Die Akkus rein. Und dann noch Platz für den vierten Akku oder für die Zusatzgeräte oder zum Beispiel jetzt für die Antenne. Und schon ist es fertig. Und es ist sehr leicht. Passt eigentlich noch mehr rein, hat man von der großen Tasche, da kann man auch noch Zubehör reinmachen und so weiter. Also ich finde die Tasche nicht schlecht. Das ist wie ein Rucksack gemacht. Also handlich. Und schmeißt man sie in ein Auto rein. Und passiert nichts, ist geschützt, gepolstert, also finde ich es wunderbar. Also, ich bedanke mich jetzt bei Ihnen. War eine kleine Info jetzt noch für die ganze Sache. Das war's. Dankeschön.